Wolle aus Britannien, Getreide aus Ägypten, Elfenbein aus Indien. Das Römische Reich war ein riesiger Wirtschaftsraum, in dem nicht nur selbst vielfältige Waren produziert werden konnten, sondern in dem natürlich auch mit Menschen von außerhalb gehandelt wurde. Wir schauen uns heute mal an, wie das denn alles so im Römischen Reich funktionierte. Wie konnten Waren über 3 Kontinente gehandelt werden? Willkommen zu einem Thema der Wirtschaftsgeschichte. Zur Einordnung, wir schauen uns heute das Römische Kaiserreich an. Also im republikanischen Rom, als das Imperium noch nicht so riesig war, galten teilweise andere Bedingungen und auch im antiken Griechenland war vieles noch anders. Das kaiserzeitliche Rom war allerdings ein riesiger, geschlossener Wirtschaftsraum. Und das hatte eine ganze Menge Vorteile. Es galten überall dieselben Maße und Gewichte, man konnte überall mit demselben Geld bezahlen, man sprach überall Latein als Verkehrssprache und man konnte relativ frei reisen, ohne an irgendwelchen Grenzen aufgehalten zu werden. Es gab zwar Zölle, die waren aber relativ gering. Dazu kam noch, dass im Römischen Reich alles produziert werden konnte, was man so brauchte. Nur eben nicht immer genau da, wo man es brauchte. Wie hat also der Handel funktioniert? Das Problem war jetzt also weniger der Anbau oder die Herstellung, sondern mehr der Transport. Also wie brachte man Sachen möglichst schnell von Ägypten nach Rom oder von Spanien nach Syrien? Der schnellste Transportweg war in der Antike immer über Gewässer. Da bot sich natürlich das Mittelmeer irgendwo an, aber auch große Flüsse wie der Nil in Ägypten oder wie das weit verzweigte Flusssystem in Gallien. Daher waren in der Antike eigentlich auch alle wichtigen Wirtschaftsstädte Hafenstädte, die entweder selbst direkt am Meer lagen, so wie Alexandria oder Karthago, oder die zumindest einen sehr schnellen Zugang zum Meer hatten, wie die Stadt Rom selbst oder wie Athen und Antiochia. Man muss dazu sagen, dass Schifffahrt auf dem Mittelmeer zwischen November und März eigentlich kaum stattfand. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die römischen Schiffe sehr anfällig waren für schlechtes Wetter und die Chance, Schiffbruch zu erleiden, war im Winter einfach deutlich höher. Dazu kommt jetzt auch noch, dass man auf einem römischen Handelsschiff im Vergleich zu heute natürlich viel, viel weniger transportieren konnte. Aber trotzdem war der Handel über den Seeweg im Vergleich zum Landweg unschlagbar günstig. Und es war auch der sicherere Weg, denn die Römer hatten das Piratenproblem im Mittelmeer eigentlich seit dem 1. Jahrhundert vor Christus weitestgehend im Griff. Auf dem Landweg überfallen zu werden, war deutlich wahrscheinlicher. Das heißt, Massenprodukte, die weit transportiert werden mussten, wurden in der Regel über den Seeweg transportiert. Auf dem Landweg handelte man nur, wenn das jetzt wirklich gar nicht anders ging über weite Distanzen. Also wenn das irgendwelche Sachen waren, die nur in einer ganz bestimmten Region vorkamen und wo sich das nicht vermeiden ließ, dass man die über Land transportierte. Das waren dann in aller Regel ziemlich teure Luxusgüter. Da war es noch ganz praktisch, dass die Römer über ein gut ausgebautes Straßennetz verfügten, das ja eigentlich für militärische Zwecke angelegt worden war. Aber so kam man zum Beispiel von den Häfen auch weit bis ins Binnenland. Womit wurde denn jetzt gehandelt? Also zum einen mit landwirtschaftlichen Produkten, allen voran mit Getreide. Wie ertragreich der Getreideanbau war, war überall im Römischen Reich sehr, sehr unterschiedlich. In der Kaiserzeit spielen hier vor allen Dingen Ägypten und Nordafrika eine große Rolle für den Getreideanbau. Denn dort gab es sehr fruchtbare Böden, in Ägypten durch den Nilschlamm, das hat man ja bestimmt schon mal gehört, aber auch die Küsten Marokkos und Tunesiens sahen in der Antike noch ganz anders aus als heute. Also da gab es noch sehr viele Wälder und dementsprechend auch fruchtbaren Ackerboden. Und es gab auch in diesen Regionen schon sehr ausgefallene Bewässerungstechnik. Dort konnte also so viel Getreide produziert werden, dass ein großer Teil davon nach Rom exportiert werden konnte. Darauf kommen wir gleich nochmal. Worüber wir auch sehr gut informiert sind, ist der Handel mit mediterranen Exportschlagern wie Wein, Olivenöl und Garum, einer Fischsoße, die man zum Würzen benutzt hat. Darüber sind wir so gut informiert,
weil diese Sachen in Amphoren transportiert wurden, die nur einmal verwendet wurden. Also Einwegverpackungen gab es auch schon in der Antike. Und genauso wie man unseren ganzen Einwegverpackungsmüll wahrscheinlich in 2000 Jahren irgendwo ausgraben wird, haben wir halt auch den aus der Antike gefunden. Und damit können wir ganz gut rekonstruieren, dass zum Beispiel Olivenöl überwiegend in Spanien und im westlichen Nordafrika hergestellt wurde und von dort überall hingelangt ist. Also die Stadt Rom wurde zum Beispiel im großen Stil mit Olivenöl aus Spanien beliefert, aber man hat diese Amphoren auch in Gallien gefunden, am Rhein und bis nach Britannien. Das bedeutet auch, dass es dort jeweils eine Bevölkerungsschicht gegeben haben muss, die bereit war, diese Produkte zu kaufen und dafür auch einen entsprechend hohen Preis zu bezahlen. Also zu einem römischen Lebensstil gehörten Wein und Olivenöl einfach dazu. Und auch weit entfernt von Rom muss es also Leute gegeben haben, die Wert auf diesen Lebensstil gelegt haben. Viele andere Handelsgüter sind für uns sehr, sehr viel schwerer nachweisbar. Vor allen Dingen, wenn das sowas ist, was die Zeit nicht überdauert. Sowas wie Textilien oder Holz. Das verrottet halt einfach. Da wissen wir jetzt aus literarischen Quellen allerdings, dass zum Beispiel Textilien überwiegend in Nordgallien und in Britannien produziert wurden und dann sogar bis nach Kleinasien verschifft worden sind. Außerdem wurden auch oft bestimmte Rohstoffe über weite Strecken transportiert, die es eben nicht überall gab. Das konnten Metalle sein, zum Beispiel aus Spanien oder aus Britannien. Das konnten aber auch wertvolle Baumaterialien sein, wie zum Beispiel Marmor oder bestimmte Hölzer, wie zum Beispiel Zedern aus dem Libanon. Da lohnte sich der weite Transport trotz allem meistens noch richtig. Dasselbe gilt halt auch für landwirtschaftliche Güter, die eben nicht überall wachsen, wie zum Beispiel Wein oder Olivenöl. Wenn es um Wissen oder um Handwerk ging, dann lohnte es sich allerdings meistens mehr, in den Zielregionen eigene neue Werkstätten zu eröffnen und dort eben Handwerker hinzulocken, die sich dort ansiedelten und die die Technik dort verbreiten konnten. Das wissen wir zum Beispiel von der Terra Sigillata. Das ist eine glasierte Keramik, die ursprünglich aus Italien stammte, wo man dann aber auch Werkstätten in Zentralgallien gefunden hat. Oder Glas. Also es gibt Glaswerkstätten im Rheinland. Die Leute, die die Technik dorthin gebracht haben, stammten aber vermutlich von der Levanteküste. So viel also an der Stelle kurz überblicksartig zum Binnenhandel im Römischen Reich, sagen wir auch noch kurz was zum Außenhandel. Also natürlich haben die Römer auch mit den Menschen gehandelt, die um das Imperium Romanum drumherum lebten. Aus dem Norden und Nordosten importierten sie zum Beispiel Bernstein, wilde Tiere, Pelze, aber auch Sklavinnen und Sklaven. Das alles tauschten sie meistens gegen wertvolle Keramik, gegen Metallwaren, aber auch einfach gegen Nahrungsmittel. Ein wichtiger Faktor für Luxusgüter ist noch der Orienthandel. Also aus dem Osten importierten die Römer zum Beispiel Seide, andere wertvolle Stoffe, Elfenbein, Schildpatt oder gleich ganze exotische Tiere. Und das alles konnte sich richtig, richtig lohnen. Wen das genauer interessiert, über das Verhältnis der Römer zum fernen Osten, haben wir auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das alles wurde in der Regel von privaten Händlern organisiert. Also staatliche Eingriffe gab es relativ wenig, außer in einem ganz entscheidenden Punkt. Denn seit der Kaiserzeit war der Kaiser, beziehungsweise später einer der höchsten Beamten im Staat, verantwortlich für die Versorgung der Armen in der Stadt Rom. Etwa seit der Zeit des Augustus war Rom eine Millionenstadt. Aber etwa 200.000 Menschen in der Stadt Rom waren nicht in der Lage, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Also die waren zu arm und verdienten zu wenig, um selbst über die Runden zu kommen. Und hier griff nun der Staat ein und versorgte diese Menschen mit Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Öl. Dazu brauchte man natürlich relativ viel von diesen Grundnahrungsmitteln. Und die kamen zum einen aus den Steuern der Provinzen, denn auch die wurden teilweise in Naturalien bezahlt, oder sie kamen aus den Erträgen aus kaiserlichen Provinzen. Dann mussten die aber auch noch irgendwie nach Rom transportiert werden.
Wer jetzt im Auftrag des Kaisers Schiffe bereitstellte, der verdiente nicht immer das ganz große Geld. Aber man hatte dadurch andere Vorteile, zum Beispiel steuerliche. Oder wenn man ein Freigelassener war, konnte man so an das römische Bürgerrecht kommen. Oder Frauen konnten das Dreikinderrecht bekommen. Das heißt, bestimmte Privilegien, die Frauen in Rom hatten, die mindestens 3 Kinder geboren hatten. Außerdem wurden diese Verträge oft langfristig geschlossen. Das heißt, man hatte auch eine sichere Einnahmequelle. Also trotz allem konnte sich das lohnen. Um die Versorgung der Armen in der Stadt Rom zu gewährleisten, griff der Staat jetzt aber noch ein bisschen weiter ein. Also es gab zum Beispiel in der Stadt Rom Großbäckereien, die sich verpflichtet hatten, jeden Tag eine gewisse Menge an Brot zu einem sehr günstigen Preis zu verkaufen, damit sich das eben so gut wie jeder leisten kann. Diese Großbäckereien hatten dann meistens steuerliche oder juristische Vorteile. Ansonsten griff der Staat aber nicht in den Markt ein, es sei denn, es drohten Versorgungsengpässe. Wir müssen natürlich auch für die Antike davon ausgehen, dass sich ein Großteil des Handels auf lokalen und regionalen Märkten abgespielt hat. Trotzdem funktionierte der Handel im Römischen Kaiserreich aber auch schon über sehr, sehr weite Strecken und über 3 Kontinente. Die römische Welt war also auch schon zu einem gewissen Grad globalisiert und an vielen Stellen auch schon sehr modern. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch am meisten überrascht hat am Handel im Römischen Reich. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!